Dieses Video wird präsentiert von Y-Food, mein Partner bei längeren Fahrten und Kampf gegen den Hunger. Alle Infos findest du in der Videobeschreibung. Einen wunderschönen guten Tag. Ihr erinnert euch bestimmt noch an mein Video über die Flutkatastrophe in Deutschland. Dort habe ich euch gesagt, ich möchte gerne helfen. Wir hören noch mal ganz kurz rein. Nicht, weil es mich nicht interessiert, eher im Gegenteil, weil ich auch genauso wie ihr vom Fernseher gehangen habe und habe gedacht, um Gottes Willen, was geht denn da unten ab? Das gibt's doch gar nicht. Jemand, der da was runterschicken möchte und der, keine Ahnung, ich werde mal gucken, mit wem ich alles noch spreche, vielleicht schicken wir dann auch was runter. Aber das A und O ist, wo muss was hingeschickt werden, was brauchen die Leute und wie brauchen die Leute das? Es hat jetzt natürlich ein klein wenig gedauert. Ich möchte dazu kurz was erklären. Ihr seht jetzt auch gleich Bilder, wie wir dort unten waren, beziehungsweise natürlich ein kurzer Videovlog, wie ich dort unten war. Ihr seht gleich, wie wir es verladen haben, wie wir es hingebracht haben, damit ihr gleich seht, jo, wir haben unseren Auftrag erfüllt. Natürlich musste ich, um das Ganze umzusetzen, mit der Spedition Dutrans sprechen, denn die haben natürlich die LKWs. Ich habe da erst mit dem Geschäftsführer gesprochen, mit dem Herrn Dutschke, dann habe ich mit dem Herrn Louis gesprochen, der Leiter der Disposition. Beide haben gleich gesagt, das machen wir, gar kein Problem. Wir müssen nur mal schauen, wie wir die LKWs aus dem laufenden Betrieb bekommen. Ne, das darf man nicht vergessen, diese LKWs sind da, um zu erwirtschaften. Das heißt, die stehen ja nicht irgendwo rum und warten auf den Einsatz, sondern sie sind dauerhaft im Betrieb. Jeder, der sich im Speditionsgewerbe auskennt, weiß genau, was ich meine. Deswegen hat es jetzt ein paar Tage gedauert. Ich habe da schon den einen oder anderen doofen Kommentar wieder gelesen. Die Leute verstehen einfach manchmal auch nicht, dass das Ganze auch ein klein wenig Zeit braucht. Man muss den Kontakt herstellen. Dazu habe ich dank meiner Community auf Instagram gleich Kontakte bekommen von Leuten, die dort unten waren. Und wir sind ja da runtergefahren. Wir haben morgens angefangen zu laden. Und derjenige, der da unten das Ganze verteilt, der hat mir auch ein super Video geschickt von Landwirten, die an demselben Morgen zuhauf dort angeliefert haben. Ich zeige euch das auch gleich im Schnitt nochmal ein Video, wie viele Trecker dort unten angeliefert haben. Das ist ein beeindruckendes Kurzvideo. Das zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall haben wir dann morgens früh angefangen zu laden bei dem freundlichen Landwirt und ja, jetzt schaut mal, was wir geladen haben. So, den Anfang hat Klaus gemacht, der hat schon mal den ersten LKW vorgeladen, morgens früh um 9 Uhr war ich dann da und Klaus hat mich dann aufgesammelt und wir sind dann zu dem netten Landwirt gefahren, der uns dann die Heu- und Silageballen zur Verfügung gestellt hat. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgedrückt. Hier sehen wir gerade Michael am Steuer und Klaus hier vorne und zwar ging, das erste Problem war, jetzt kommen wir jetzt vernünftig auf die Wiese, das war nämlich alles sehr eng und Michael versuchte hier noch den LKW zu wenden, denn wir mussten da rückwärts rein, haben dann aber eine andere Lösung gefunden, weil das funktionierte alles nicht so. So, wir haben uns jetzt umentschieden, weil ihr seht, der LKW muss hier in dem engen Winkel wirklich fast auf dem Stand quasi mit dem Auflieger einmal rum und hier ist es sehr matschig und wie man sieht, ist hier auch nicht so viel Platz. Das heißt, der LKW soll jetzt einmal, glaube ich, hier im Norden, sagt man, um Pudding fahren, dass wir dann quasi, dass er dann wahrscheinlich mit dem Fahrerhaus hier rauskommt, hier rum und hier rückwärts lang, dass wir dann da hinten bei den Heuballen sind. Das ist jetzt gerade der neue Schlachtplan. Ja, so wird es auch, glaube ich, umgesetzt. Genau. Oh, der Kameramann wird hier gelassen, so. Oh, was sehen meine entzündeten Augen? Da kommt mein LKW schon vorgeladen. Geht der Zoom mal. Da unten steht er, das ist meiner, der wartet da unten, der ist schon voll und dann haben wir alle LKWs voll. Geil, dann können wir los. Ja, ist doch perfekt, gucke. Dann war's das.
So, der eine LKW ist da oben, ah, der ist jetzt gerade fertig. Meiner steht hier. Der andere ist da. Jetzt schreiben wir Lieferscheine. Moin, du hast einen längeren Weg, glaube ich, mein lieber Freund. Ja, und wir haben morgens früh um 9 Uhr angefangen mit dem Ladeprozess. Und dann sind wir Richtung Bitburg gefahren. Denn Bitburg, dort ist ein alter Militärflughafen, ist jetzt ein Hobbyflughafen. Und dort gibt es Lagerhangars, die angemietet wurden von dem guten Peter, der das da unten aufnimmt und dann an die Leute verteilt, die es nötig haben, Pferdebesitzer, Viehbesitzer etc. Weil man muss, man darf nicht vergessen, die Ernte, die Heuernte etc. ist ja alles vernichtet worden durch das Hochwasser und die werden auch noch im laufenden Jahr immer noch Hilfe benötigen. Ja, aber wir haben und deswegen die Wichtigkeit, damit ihr das versteht, und deswegen haben wir unsere Sachen runtergebracht. Wir sind erstmal runtergefahren und dann kamen wir an. Kann weitergehen. Zeit. Hallo. Mach Kapuzär rückwärts da drin ist, dann fährst du rückwärts da hoch. Da hoch? Da. Ja. Dann lade ich dir gleich erst die Quaderballen hinten nur ab. Ja. Und dazu, dass ich dann am Ende nur noch die gewickelten abladen muss. Dann lade ich ihn dann zuerst ab. Kein Problem. Wir können uns ja hier frei bewegen. Ja, wir nur hier frei halten, weil ab und zu Flugzeuge durchfahren. Ah, fahren. Solange sie nicht durchfliegen, ist mir das scheißegal. Ist ja nicht schlimm, dann sind wir da drunter, ist egal. Ja, außer beim Tiefflug. Ja, schon. Gib mir dann noch, weiter komm ich nicht. Ja, also müssen wir. So lang ist er nicht.
So lang ist er nicht. Das ist aber schlecht. So, wir sind leer. Es ist alles verstaut. Alle sind glücklich. Klaus kann auch rückwärts fahren. Guck. Wundervoll. So, da ist Michael. Der ist jetzt auch fertig. Michael fährt wieder voraus. So. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen was essen schnell. Aber nur kurz eine Bockwurst auf der Hand. Weil wir haben jetzt 6 Stunden Rückfahrt und wir wollen auch irgendwann ins Wochenende. Aber es hat mega Spaß gemacht und die Jungs sind super hier. Yeah! Ja, und ich möchte mich nochmal bei den 3 Kollegen bedanken. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr mitgemacht habt, denn es war auch euer Samstag, der da draufgegangen ist und ihr habt, wie selbstverständlich, seid ihr mit runtergefahren. Ich durfte den Jungs auch kein richtiges Essen ausgeben, weil die gesagt haben, nee, wir wollen jetzt einfach nach Hause, wir haben jetzt was Gutes gesagt, wir fahren jetzt nach Hause, kurz ein Bockwürstchen auf Brötchen und dann sind wir ja weitergefahren, weil, wie gesagt, wir haben ja über 6 Stunden wieder nach Hause gebraucht, das heißt, wir sind abends angekommen. Ich bin angekommen, glaube ich, um 2:30 Uhr morgens wieder zu Hause. Sonntags morgens um 2:30 Uhr. Wie gesagt, steckte uns alles in den Knochen, aber wir haben es durchgezogen. Ich möchte mich nochmal von ganzem Herzen bei allen Helfern bedanken. Geschäftsführung, Spedition, Dutrans, Disposition, den 3 Fahrern. Vielen herzlichen Dank, ihr Lieben, dass ihr das alle mitgemacht habt. Und ja, und damit ist der Auftrag erfüllt und ich hoffe, wir konnten helfen. Und denkt dran, wenn ihr quasi auch Hilfe leisten möchtet,
könnt ihr das auch unten bei den Behörden einfach mal anfragen, wo man Hilfe hinschicken kann. Ich denke mal, es dürfte mittlerweile so gut organisiert sein, dass das möglich ist. Das heißt, wenn ihr irgendwie was habt, was ihr noch helfend hinzufügen möchtet, schreibt doch einfach das Bürgermeisteramt der entsprechenden Orte, die vom Hochwasser betroffen sind, an oder ruft dort an und dann werden die euch bestimmt Stellen geben, da wo noch Hilfe gebraucht wird, denn es gibt sehr viele Privathaushalte, die auch noch Hilfe brauchen etc. Deswegen, ich würde es über diese Wege probieren und ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen und ich hoffe, ihr entschuldigt, dass es ein klein bisschen länger gedauert hat, aber wie gesagt, ein LKW, zwei LKWs, wir sind ja mit drei LKWs runtergefahren, darf man nicht vergessen, ein Fremd-LKW, den ihr auf dem Video gesehen habt, das muss auch alles irgendwo organisiert werden. Ne? Von daher, wir haben unseren Auftrag erfüllt, wir haben Hilfe geleistet und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr lasst einen Daumen nach oben da als Support und ein kostenloses Abo und denkt dran, nächste Woche fliege ich nach Malaga zu DAF und ich fahre den DAF als mit einer der ersten in der freien Wildbahn. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Natürlich gibt es ein Vlog und ein ganz normales Video über den DAF mit allen drum und dran. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Kai, macht's gut und schont euch.